Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt. Urgeschichte. Ist die Urgeschichte überhaupt eine Geschichte? Und wenn ja, was für eine? Wenn wir im Deutschen sagen Geschichte, dann kann das ja Story meinen oder History. Und zunächst einmal würde ich vielleicht sagen, die Urgeschichte ist weder Story noch History und sowohl als auch. Das ist ganz typisch für das Alte Testament, dass immer wenn Sie das eine sagen, über einen Text, über einen Textbereich, über einen Sachzusammenhang, Sie eigentlich fast immer auch das andere auch sagen können. Das schätze ich so am Alten Testament. Warum und inwiefern ist die Urgeschichte keine Geschichte im Sinne einer Story? Was erwarten wir von einer Geschichte? Wir erwarten, eine Geschichte hat einen Anfang. Oh, die Urgeschichte hat einen hervorragenden Anfang, den besten, den man sich denken kann. Und wir erwarten ein Ziel und dazwischen eine Handlung, die spannend, gerne mit Dialogen angereichert erzählt wird. Das macht eine gute Geschichte als im Sinne von Story aus. Und wir haben natürlich Dialoge, Ihnen fallen sie alle ein, aus den einzelnen Stücken. Aber was ist denn eigentlich das Ziel der Urgeschichte? Kommt die an ein Ende in sich oder weist sie nicht vielmehr viel weiter über sich hinaus? Ich würde eher sagen, wir haben einzelne Geschichten, und wir gucken nachher noch drauf, die zusammengebunden werden zu einer Urgeschichte. Und die sogenannte Urgeschichte ist Teil einer Großgeschichte. Und ist sie Geschichte im Sinne der Geschichtsschreibung? Will sie das sein? Einerseits würde ich sagen, nein, das ist sie nicht. Sie ist keine Geschichte im Sinne von History, und es wäre ein grobes Missverständnis, sie so lesen zu wollen. Sie ist auch keine naturwissenschaftliche Kosmologie, die genau beschreibt, wie es am Anfang zuging. Trotzdem ist sie natürlich lange Zeit so gelesen worden, als der Bericht über die ersten historischen Ereignisse der Menschheit und vorher. Und ich habe Ihnen hier dieses schöne Buch aus dem Besitz meiner Frau mitgebracht, Zeittafel der Weltgeschichte, das gebe ich Ihnen gleich rum, das ist große Klasse. Das basiert auf einem Wandgemälde im British Museum aus den 1870er Jahren, auf welchem die Weltgeschichte von der Schöpfung bis zur Gegenwart in einem langen Zeitstrahl abgebildet wird mit den jeweiligen Abhängigkeiten. Und das versuchte damals, biblische Geschichte, gelesen als Historie, zusammenzubringen mit der Geschichtsschreibung der klassischen Griechen und Römer, mit der historischen Geschichte der mittelalterlichen Geschichtsschreiber und das Ganze noch korreliert mit den damals neu aufkommenden archäologischen Entdeckungen aus Mesopotamien. In dem Buch hier ist es dann von den Herausgebern, man muss sagen, spaßeshalber, noch weitergeführt worden bis ins 20. Jahrhundert. Das fächert sich dann in so viele Linien auf und beginnt mit Adam und Eva, ihren Kindern Seth und dann Enosch und dann Kenan und hier oben Kain Abel, die Abellinie ist entsprechend kurz und dann Henoch, Irad, Majuch, Doel und so weiter. Ich gebe es Ihnen gerne mal rum, das ist sehr aufschlussreich, man kann es dann so rausklappen und Sie sehen dann hat man ein riesiges Leporello. Ich gebe es Ihnen gerne mal. Dann haben Sie was zum Gucken und sich von meinem Vortrag abzulenken. Das macht das
zeigt am Ende des 19. Jahrhunderts noch diesen Versuch, das so in Einklang zu bringen, was zur damaligen Zeit sich eigentlich nicht mehr wissenschaftlich, naturwissenschaftlich halten lässt. Wenn die Urgeschichte keine History ist, die historische Ereignisse erzählt, was ist sie dann? Da würde ich sagen, wir brauchen da den Begriff des Mythos. Wir haben ein mythisches Erzählen vor uns. Mythisch, Mythos, das heißt nicht, dass es irgendwie erfundene, schöne Literatur. Das heißt, es soll etwas erklärt werden durch den Mythos und das mythische Erzählen. Es soll erklärt werden, was in der Gegenwart ist, in der Vergangenheit, und zwar in der Vor-Vergangenheit, am Anfang die Begründung gegeben wird und die Grundlagen erzählt werden. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Gedanke. Und ich glaube, wenn man die Urgeschichte anders liest, wenn man versucht, sie als History zu lesen, also als Geschichtsschreibung, verpasst man das Beste. Man liest am Text vorbei und man führt sich selbst in die Enge. Ich habe am letzten Wochenende ein Seminar gemacht in Volkenroda mit den Lektorinnen und Lektoren der Kirchenkreise Mühlhausen und Bad Langensalza. Und in der Pause hat mich einer angesprochen und gesagt, also was soll ich machen? Ich habe hier einen Hauskreis und wir reden kontrovers und das ist alles gut. Und wir reden auch über Schöpfung und Schöpfung und Schöpfung und ich weiß alles, aber da habe ich jetzt drei, die sagen, die Erde ist flach, weil es in der Bibel steht. Was kann ich denn da machen? Können Sie sagen, also die Texte, denen geht es nicht darum zu sagen, dass die Erde flach ist, sondern dass Gott sie geschaffen hat und fest stützt und trägt. Und das andere ist eine Frage der Wissenschaft. Und dass die Erde nicht flach ist, sieht man, wenn man am Meer steht und die Schiffe über den Horizont fallen. Ich sage, ja, das sage ich Ihnen ja auch. Aber Sie sagen, das ist ja alles Wissenschaft und die Wissenschaft für sich lügt ja sowieso immer. Wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann kann man nicht miteinander über diesen Punkt reden. Dann würde ich sagen, sind Sie froh, wenn Sie zusammen im Hauskreis sind und über andere Sachen miteinander reden können und miteinander beten können. Dann würde ich sagen, dann lassen Sie das Thema aus. Da kommt man nicht weiter. So, also ich denke, und da möchte ich am Schluss dieses Abends nochmal hinkommen, wenn man versteht, wir haben es hier mit Mythen vor uns, die uns was sagen wollen, jenseits des bloßen Ereignishorizontes. Ich glaube, dann gewinnt man mehr, als man verliert. So, gleichwohl würde ich sagen, aha, aber auf eine gewisse Weise ist die Urgeschichte doch Geschichte, zumindest in der Sicht derjenigen, die das Alte Testament als eine Büchersammlung, als ein großes Schriftenkorpus zusammengestellt haben. Die Herausgeber gewissermaßen oder diejenigen, die den Kanon des Alten Testaments zusammengestellt haben, in der einen Weise, die für die christliche Kirche wichtig wurde, das ist die sogenannte Septuaginta, abgekürzt LXX, weil sie der Legende nach von 72 Übersetzern aus dem Hebräischen ins Griechische übersetzt wurde. Die Reihenfolge und die Anordnung der Bücher, das ist die, die auch unseren christlichen Bibeln entspricht, der Lutherbibel sowohl als wie auch der Einheitsübersetzung mit dem Unterschied, dass wir Teile der Bücher in die Apokryphen geschoben haben, aber der Grobaufbau ist der gleiche. Der beginnt natürlich mit den fünf Büchern Mose, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Dann geht es weiter, Josua, Richter, Ruth, und wir sind endlich im Samuelbuch angekommen, wo Saul dann auftritt, da wird es dann wichtig. Dann kommen Könige, Chronik,
Erster Esra, zweiter Esra, das sind unsere Bücher Esra, Nehemia und noch ein bisschen was anderes. Und jetzt mit hier Judith, Tobit und den Makkabäer-Büchern wird das gefasst als Geschichtsbücher. Das heißt, dahinter steckt die Idee, wir erzählen, die Bücher erzählen die Geschichte vom Anfang der Welt bis ins 2. Jahrhundert vor Christus, bis in die Gegenwart der VerfasserInnen der Makkabäer-Bücher. Also eben der Kanon als solcher gewissermaßen oder die Kompositoren des Kanons sagen, jo, die Urgeschichte ist der Anfang der Geschichte und wir haben hier einen großen Bogen. Und dieser Bogen geht sogar noch weiter. Dann kommt der zweite Kanonteil der Lehrbücher mit den Psalmen, Sprüchen, Hiob und anderen Dingen, gefasst als Lehrbücher für die Gegenwart und dann mit einem Ausblick auf die prophetischen Bücher. 12 Prophetenbuch Jesaja, Jeremia, jeremianische Schrifttum, Ezechiel und am Schluss Daniel. Lutherbibel ist ein bisschen anders, bei uns ist Maleachi dann am Schluss. Daniel mit dem Blick auf das Ende und das Kommen des Gottesreiches. Das heißt, in diesem Kanon-Konzept haben sie eigentlich einen großen Gesamtbogen vom Anfang des Anfangs bis zum Ende, bis zum Kommen des Gottesreiches oder zum Kommen der Zweiten Welt oder zum Gericht, wie auch immer. Also der Blick von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft, und zwar in die Zukunft des Eschatons, der letzten Dinge. Das ist der Aufbau der Septuaginta, der Aufbau der christlichen Bibel geworden ist. Und jetzt verstehen Sie auch, warum das so genial ist. Wenn Sie dann nämlich hier sind und dann umblättern in unseren Bibeln, dann sind Sie im Neuen Testament mit dem Auftreten Johannes des Täufers. Und dann wird klar gesagt, okay, Johannes ist der in der Reihe der Propheten, der jetzt das Kommen des Gottesreiches mit Jesus noch ankündigt. So, die hebräische Bibel, abgekürzt MT, wie masoretischer Text, ist ähnlich aufgebaut, aber anders. Wir haben auch hier natürlich die 5 Bücher Mose am Anfang gefasst als Torah, Weisung. Das heißt, nicht als Geschichtsbücher gesehen, sondern als relevant für die Lebensgestaltung in der Gegenwart, als Weisung. Dann kommen die vorderen Propheten, die hinteren Propheten und sonstige Schriften. Das heißt, die Anordnung folgt einem anderen Prinzip, nicht vom Anfang bis zum Ende, sondern gegenwartsorientiert zu lesen unter der Prämisse Torah, Weisung, Auslegung der Torah, Auslegung der Auslegung. Aber gleichwohl ist trotzdem auch ein Geschichtsbogen drin, vom Anfang bis 2. Könige 25, bis zum Ende des ersten Tempels und dem Untergang des Königreichs Juda, der auch mal ein größerer Buchzusammenhang, Schriftzusammenhang für sich war. Sie sehen die gleiche Bibel, ein bisschen anders angeordnet und doch sehr anders gelesen. Also auch die Urgeschichte unter der Prämisse Torah wird bei den Rabbinen mit einer anderen Fragestellung gelesen, unter anderem mit der Fragestellung, wo kommt die erste Weisung, das erste Gebot in der Bibel vor? Und das steht ganz am Anfang, der erste Imperativ, der gesagt wird zu den Menschen, ist, seid fruchtbar und mehret euch. Entsprechend ist das erste und ein sehr wichtiges Gebot. So, das ist der ganz große, große, große Bogen, den ich jetzt aufgemacht habe, um jetzt gewissermaßen ran zu zoomen an den Anfang des Anfangs hier im Buch Genesis in diesem Bereich.
Ist die Urgeschichte abgeschlossen für sich eine Geschichte oder ist sie es nicht? Ich habe gesagt, sie ist es nicht. Und wenn wir ans Ende der Urgeschichte gucken, dann sehen wir, das ist eigentlich wirklich kein gutes Ende als ein Ende. Das ist das Ende der Turmbaugeschichte, Turmbau zu Babel. Das Ende, daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr da selbst verwirrt hat aller Welt Sprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde. Und jetzt kann man fragen, ist das ein gutes Ende auf am Anfang schuf Gott Himmel und Erde bis zur Zerstreuung in Babel? Ich finde nicht. Es ist vielmehr ein Ende, das offen ist und die Geschichte weiter aufmacht. Denn jetzt fragt man sich automatisch, wie geht es mit dieser Zerstreuung weiter? Über die ganze Erde. Und tatsächlich kommt danach die Überleitung über das Geschlechtsregister Sems hin zu Abraham und zur Vätergeschichte. Das heißt, dieses Ende zielt bereits eigentlich auf die Fortsetzung der Geschichte in der Vätergeschichte, indem der Erzählfaden in Babylon, wenn Sie so wollen, niedergelegt wird, von Abraham aufgegriffen wird und von dort ins Land Kanaan gebracht wird. Das ist sehr geschickt gemacht bis da, und das ist extrem wichtig, bis Genesis 11, 12 Anfang, befinden wir uns im Osten von Israel-Palästina aus gesehen, im Zweistromland. Eden ist das Land im Osten. Babylon ist Babylon. Das spielt sich im Zweistromland ab. Und erst mit Abraham kommt die Geschichte im Sinne der Großerzählung nach Kanaan. Das heißt die Urgeschichte. Genau. Das ist schick. Genau. So, jetzt zoomen wir ein bisschen näher an die Urgeschichte ran. Schauen wir einfach, was drin ist. Jetzt habe ich Ihnen die ganze Zeit gesagt, die Urgeschichte ist in sich eigentlich nicht abgeschlossen. Jetzt werde ich Ihnen nachher sagen, sie ist doch in sich abgeschlossen. Aber sie ist auch offen. Es ist alles immer beides. Und warum? Weil das Buch, die Bücher, eine komplexe und lange Entstehungsgeschichte haben. Also die Geschichte der Geschichte ist lang und kompliziert. Und wir gucken mal erstmal an, was drin steht. Und dann sage ich doch ein bisschen was vielleicht zur mutmaßlichen Entstehungsgeschichte. Das kennen Sie natürlich alle. Na, das können Sie alle jetzt mitsprechen. Geht los mit der Weltschöpfung in Genesis 1 bis 2, 4a. 7 Tage. Dann die Paradieserzählung. Menschen werden nochmal gemacht, diesmal aus Lehm vom Ackerboden. Dann, bereits erwähnt, die Erzählung von Kain und Abel. In Kapitel 5 die sogenannten Toledot Adam. Und jetzt fragen Sie, was das ist. Toledot, das ist die hebräische Überschrift. Das heißt so viel wie Zeugungen oder auch Geschichte. Steckt die Wurzel Yalat drin. Yalat heißt gebären oder zeugen. Das ist eine Liste. Das sind diese so gefürchteten und beliebten X zeugte Y, Y zeugte Z, Z zeugte Alpha. So dass, wenn Sie, was Sie überblättern, wenn Sie die Bibel lesen. Ich sage meinen Studierenden gerne, und die verstehen das immer nicht mehr, Sie, glaube ich, könnten es verstehen, das ist, wenn man die Bibel liest, so wie früher, wenn Sie Karl May gelesen haben, und dann kamen immer diese Landschaftsbeschreibungen. Dann hat man die Landschaftsbeschreibung.
sondern bis zur nächsten Schießerei weitergeblättert. Und ein bisschen ist es für uns ja heute auch oft mit diesen Abstammungslisten, den Toledot. Ich habe auch im Programm der Bibelwoche keinen Abend gesehen, der sich intensiver mit diesen Abstammungslisten beschäftigt. Das zeigt, dass die für uns nicht so spannend zu sein scheinen. Für bestimmte Leute, sagen wir mal im 5., 4. Jahrhundert vor Christus, war das extrem spannend, weil über diese ganzen Abstammungsverhältnisse eigentlich auch Welterklärung stattfindet. Indem gesagt wird, der kommt von dem und der kommt von dem, der kommt von dem, wird die ganze Welt in Verwandtschaftssysteme eingeteilt und in Beziehungen miteinander gesetzt. Das spiegelt sich noch in dieser Übersicht ab. Klar. Und damit in Ordnung gebracht. Und da gibt es dann nähere Beziehungen und weitere Beziehungen. So, nach den Toldot Adams kommt hier ein großer Kasten, der ist aber nicht so groß, weil es ein langer Textblock wäre, sondern nur, weil viele Buchstaben rein müssen. 5 Verse, eine kurze Episode mit langer, großer Wirkungsgeschichte. Dieses ein bisschen rätselhafte Abschnitt von den Göttersöhnen, die sich in Menschentöchter verlieben und mit ihnen das Geschlecht der Riesen zeugen. Und in diesem Kontext wird dann noch gesagt, und deswegen wird auch das Alter der Menschen von jetzt ab begrenzt auf 120 Jahre. Bis dato haben sie diese ganz langen Lebenszeiten, Methusalem des Grüßen von mehreren hundert Jahren. Diese kurze Stelle in Genesis 6, aus der entwickelt sich, weil so wenig drinsteht und weil sie so rätselhaft ist, schon in der Literatur, in der sogenannten zwischentestamentlichen Literatur, also in den letzten Jahrhunderten vor Christus, drittes, zweites Jahrhundert, eine große Spekulation, was es damit eigentlich auf sich hat. Im Buch Henoch gibt es dann das sogenannte Wächterbuch, da wird dann gesagt, diese Göttersöhne sind keine Götter, sondern das ist eine bestimmte Engelgruppe, die sich mit menschlichen Frauen eingelassen haben oder sie verführt haben. Und daran knüpft sich dann die Geschichte vom Engelfall und die ganze weitere Wirkungsgeschichte, die diese Geschichte hervorgebracht hat. Also das ist gewissermaßen die Keimzelle für die Engelfallgeschichte. So, was danach kommt, braucht weniger Platz im Kasten, aber sehr viel Platz im Buch. Es ist die Fluterzählung. 6,5 bis 9,17. Eine lange, lange Fluterzählung. In sich sehr spannend. Und wenn Sie jetzt meine Studierenden wären, was Sie nicht sind, und die Vorlesung wäre, dann würde ich Ihnen bis zum nächsten Mal die Aufgabe geben, lesen Sie mal die Flutgeschichte. Und A, notieren Sie sich, wie viele Tiere in die Arche gehen. Und B, notieren Sie sich, wie lange diese Flut eigentlich dauert. Warum? Wenn man das tatsächlich macht und genau hinguckt, merkt man, es gibt da unterschiedliche Angaben. Also Sie kennen alle die bildlichen Darstellungen. Es geht ein Paar von jeder Art in die Arche, aber es gibt daneben unmittelbare Nachbarschaft Verse, die sagen, es gehen von den reinen Tieren 7 Paare und von den unreinen je ein Paar rein. Und Sie wissen vielleicht auch, wieso. Was macht Noah als erstes, als er aus der Arche rausgeht? Er baut einen Altar und opfert. Und er opfert natürlich nur reine Tiere, denn unreine Tiere können sie nicht opfern. Wenn er jetzt nur ein paar reine Tiere dabei gehabt hat und kommt unmittelbar nach der Flut raus und opfert, dann war die ganze Aktion für die Katz.
Und deswegen haben Sie eine Linie in dieser Geschichte, der das wichtig ist und der das, die das gemerkt hat, dass es das zu klären gibt, diesen Punkt. Und die, wenn man sich die Zeitsysteme anguckt, da findet man tatsächlich drei verschiedene Chronologien, wie lange die Flut jetzt gedauert hat. Eine ist ein Sonnenjahr, eine ist ein Mondjahr und die andere ist eine symmetrische Tageszählung, die ein bisschen länger ist als ein Jahr. Also daran kann man super sehen, an den Texten ist gearbeitet worden, die sind gewachsen. Deswegen ist die Flutgeschichte auch so lang. So, danach kommt eine weitere Episode, von der ich nicht glaube, dass sie hier behandelt wird im Rahmen der Bibelwoche. Das ist die Geschichte von Noah als Weinbauer. Noah erfindet den Weinbau und betrinkt sich. Und liegt dann da. Und Sem und Japhet bedecken ihre Blöße und haben seine Blöße. Und Ham tut es nicht und deswegen wird Ham verflucht. Wirkungsgeschichtliches Detail zu dem Thema, wie legt man die Bibel aus und wie geht man mit ihr um, sei gesagt, dass dieser Umstand, dass Ham in diesem Kontext gesagt wird, Ham sei der Knecht Sems auf ewig, bis ins 19. Jahrhundert zur Begründung, theologischen Begründung für die Sklaverei galt. Denn die Afrikaner sind stammesgeschichtlich, biblisch gesehen, Hamiten. Also sind sie seit Genesis 9 zur Sklaverei verurteilt. Noch im 19. Jahrhundert wurde so argumentiert und ich glaube auch in den Südstaaten Amerikas im 20. So, kurze Episode, große Wirkungsgeschichte. Danach kommt wieder eine Liste, die Toledot der Söhne Noahs, gefolgt von der bereits erwähnten Geschichte vom Turmbau zur Babel und danach den Toledot-Abstammungen, Geschlechtern Sems, die direkt auf Abram führen. Und dann ist man in der Vätergeschichte. Das also ist sie, die Urgeschichte. Und jetzt kann man sagen, ist das eine Geschichte? Ich würde sagen, ja und nein wieder. Sie enthält auf jeden Fall erzählende Elemente. Sie enthält andere Elemente, sie enthält Listen, wie hat es mehrfach gesagt. Sie enthält an manchen Stellen auch ein bisschen Poesie. In Kapitel 4 das sogenannte Lamech-Lied, einen Spruch. Und sie hat einen zusammenhängenden Erzählfaden, der über sich hinaus weist. Insgesamt also ist sie eine Zusammenstellung, jetzt mal ganz sachlich gesprochen, unterschiedlichen Materials, das in einen Zusammenhang gebracht worden ist und schon sehr früh hat man gefragt, wie ist denn das vor sich gegangen? Wir haben hier so unterschiedliches Material, das hat man ja schon immer gesehen. Und auch alle Textbeobachtungen hat man eigentlich schon immer gesehen. Die Frage ist nur, was man damit gemacht hat. Und im 18. Jahrhundert wurde man nicht mehr sofort verbrannt, wenn man gesagt hat, das hat vielleicht nicht alles Mose aufgeschrieben, sondern das haben andere über einen längeren Zeitraum gemacht. Das haben vorher auch schon immer Leute gesagt, aber immer nicht sehr lange. Ab dem 18. Jahrhundert konnte man das länger sagen. Wie kamen diese Leute auf diese Idee? Also, die basale Grundbeobachtung war die, erstens, es werden da Sachen zweimal erzählt. Zum Beispiel die Schöpfung. Mit ein bisschen Unterschieden.
konzeptionellen, in Kapitel 1 und Kapitel 2 und 3. Und das verbindet sich mit unterschiedlichen Gottesbezeichnungen. Da gibt es eine Linie, die sagt Gott, Elohim, wenn von Gott die Rede ist. Und es gibt eine Linie, die gebraucht den Namen Gottes, das Tetragramm, der Herr übersetzt. Können wir die auseinanderziehen und zwei Quellen bekommen? Das war so eine Idee. Die erwähnten Doppelungen führten zusätzlich zu dieser Annahme. Bei der Schöpfung haben wir zwei Schöpfungs- in Anführungszeichen Berichte nebeneinander stehen. Bei der Flutgeschichte sieht es so aus, als hätten wir zwei Flutgeschichten ineinander geschoben, die man vielleicht auseinanderziehen kann. Es funktioniert nicht ganz. Wenn Sie es machen, kriegen Sie fast zwei ganze Flutgeschichten. Sind so Details, und über die streiten sich die Forscherinnen und Forscher bis auf den heutigen Tag, nämlich, dass Noah nur einmal in die Arche hineingeht, zum Beispiel. Aber ansonsten können Sie es sehr hübsch auseinanderziehen. Und es kam gewissermaßen im 18. Jahrhundert die These auf, wir haben hier zwei durchlaufende Quellen. Eine ältere und eine jüngere, und dann wurde mal die eine als älter und mal die andere als die ältere betrachtet. Oder eine durchlaufende Quelle, also eine durchlaufende Erzählung, eine Geschichte, die mit anderen Überlieferungen angereichert worden ist. Und manche davon seien älter und manche davon jünger als diese eine durchlaufende Quelle. Jetzt haben Sie gesagt, seit Ihrem Studium wissen Sie, wollen Sie mal gucken, ob da irgendwas Neues dazugekommen ist. Jetzt, wann haben Sie ein Buch studiert? Ich habe 1985 an der Humboldt-Universität in Berlin bei Stefan Kreiner. Okay. 85, da gab es noch die neuere Urkundenhypothese, in dem Sinne zwei Quellen, der sogenannte Jachwis und die Priesterschrift in der Urgeschichte. Genau, die gibt es so jetzt nicht mehr. Oder es gibt sie natürlich schon noch. In Amerika vertreten sie manche, in Bonn wurde sie lange Zeit noch vertreten. Geblieben ist die eine durchlaufende Quelle, die sogenannte Priesterschrift, das ist die, mit der es anfängt. Und um diese andere Quelle, den sogenannten Jahwisten, der das Tetragramm, den Namen Gottes gebraucht, um die wird diskutiert, inwieweit die als durchlaufende Quelle in der Urgeschichte funktioniert. Wir können es uns mal angucken, wenn wir nochmal den Überblick nehmen. Wenn man das jetzt also sortiert, das ist schon wahnsinnig oft gemacht worden, dann nehmen wir mal, also es fängt an mit diesem Elohim-Text, genannt Priesterschrift. Dann kommt die Paradieserzählung, legen wir mal auf die Seite, die gebraucht das Tetragramm. Kain und Abel legen wir mal auf die Seite. Dafür rutschen wir die Toledot Adam hier ran, denn das ist eindeutig diese sogenannte Priesterschrift, die liebt diese Listen, führt sie und führt den Bogen bis zur Exodus 40 an den Gottesberg, an den Sinai. So, die Gottersöhne Menschentöchter, den Abschnitt, den tun wir auch mal auf die Seite. Und die Flut, habe ich jetzt ganz, die müssten wir jetzt noch auseinanderziehen in die zwei jeweiligen Stücken. Also den einen priesterschriftlichen Flutfaden gibt es hier, das ist der, mit dem Bund Noahs endet. Und die Liste der Söhne Noahs und dann die Überleitung zur Vätergeschichte. Das wäre
dieser durchlaufende Faden. Und da sehen Sie, der hat zwei Geschichten oder zwei ausführlich erzählte Bereiche. Das ist Schöpfung und Flut. Und dazwischen, die Bereiche werden durch Abstammungslisten fortgeführt. Und das ist gewissermaßen der Rest, da müsste man sagen, also eine Paradieserzählung mit Kain und Abel, diesem kurzen Stück, dann den Teilen der Flut, die ich jetzt hier, kämen hier rein, dieser Noah-Überlieferung und dem Turmbau zu Babel. Das ist das, was man früher dann als den Jahwisten gefasst hat und von dem man heute oder von dem heute viele sagen, da gibt es Teile, Paradieserzählung im Kern, älter als diese priesterschriftliche Überlieferung. Und es gibt Stücke, wie vielleicht den Turm zu Babel und diese Göttersöhne-Menschentöchter-Episode, die jünger ist als die sogenannte Priesterschrift und sie vielleicht auch schon voraussetzt. Aber das sind so die Detailfragen. Und man kann fragen, warum ist das eigentlich interessant? Es ist interessant, es macht einfach Spaß, das zu untersuchen, weil die Texte dadurch auch immer noch eine andere Tiefendimension bekommen, wenn man ihre, und sei sie ja, fiktiv will ich nicht sagen, sei sie hypothetisch ist besser, ihre hypothetische Geschichte in sich noch analysiert und ihr Wachstum. Und dann sieht, hier hat jemand was dazu geschrieben. Warum, welchen neuen Aspekt bringt das rein? Bitte schön. Was sind denn die Rabbinen, die jüdisch aufgeführt? Wozu? Zu dieser Aufteilung, die wir hier im deutsch-englischsprachigen Raum oder wo auch immer. Ja, also wenn Sie mit den Rabbinen die Rabbinen des 2. Jahrhunderts nach Christus meinen, also die in den rabbinischen Sammelwerken überliefert worden sind, die haben das natürlich alles gesehen, diese ganzen Sachen, aber die haben das natürlich anders überliefert oder anders interpretiert. Und die haben gesagt, warum wird das hier zweimal gesagt? Weil Gott es besonders betonen möchte. Und dann gibt es da unterschiedlichste Auslegungen im Detail. Also im Detail kann ich es Ihnen jetzt nicht sagen, aber das ist das Prinzip. Was ich Ihnen aber sagen kann, ist, wie Philo von Alexandrien das gedeutet hat. Ein Jude aus Alexandria, ein hellenistisch gebildeter Jude, im Mittelplatonismus, ja. Nee, Zeitgenosse von Paulus im ersten Jahrhundert nach. Der war Mittelplatonist, Philosoph. Und der hat gesagt, also die beiden Schöpfungserzählungen, Genesis 1 erzählt die Erschaffung der Ideen, der platonischen Ideen, der wirklichen geistigen Welt sozusagen. Und Genesis 2 schildert die Erschaffung der materiellen Welt. Deswegen auch in Genesis 2 die Erde, aus der der Mensch gemacht wird. Und in Genesis 1 ist es das Wort, das erschafft. Funktioniert super, platonisch gelesen. Tolles Prinzip und dann hat man das harmonisch zusammen. Wie funktioniert das denn mit den Namen? Die müssten doch Gottes Name immer gleich sein. Ja, in dem Bereich haben Sie jetzt gewissermaßen immer die Gottesbezeichnung Gott und hier haben Sie in den unteren Bereichen haben Sie die Gottesbezeichnung mit dem Namen. Ja, aber wenn man jetzt eine übergreifende Sache nimmt, die das dann halt als Entwicklung sieht, wieso ändert sich dann der Gottesname? Ah, jetzt verstehe ich Sie. Weil wir annehmen, dass die so freundlich waren, die Texte nicht auf diese Weise zu ändern, sondern was da war, haben sie fertig genommen und drumherum geschrieben. Aber nicht so sehr, zumindest ist es eine wichtige Grundannahme, an manchen Stellen hat man leider auch Gegenbeweise, nicht so sehr in die Texte selber, dass sie dann die Gottesnamen rausgeschmissen und geändert und vereinheitlicht hätten.
weil sie ja auch keine Computertexte da hatten und eingeben konnten, ändere alle Tetragramme durch Gott. Bam, ritzt. Und es ist passiert, sondern auf Rollen, die da waren, an den Rand dazu geschrieben haben und zwischen die Zeilen geschrieben haben. Und beim nächsten Erstellen einer neuen Rolle kamen dann diese Sachen vom Rand rein. Und das heißt, es kommt additiv rein. Und nur deswegen können wir auch die Nähte gewissermaßen zwischen diesen Stücken noch erspüren. Mal besser, mal schlechter. Also die Grundaufteilung ist überhaupt nicht, das muss ich mal sagen, weil es ist alles so willkürlich. Die Grundaufteilung der Texte ist vollkommener Konsens in der Urgeschichte. Datierungen sind schwieriger. Und sausen mal ein paar Jahrhunderte hoch und mal ein paar Jahrhunderte runter. Das ist der Punkt. So, jetzt habe ich hier noch einen fünften Punkt und der ist überschrieben Babel, Bibel. Im Jahr 1872 gab es eine aufsehenerregende Publikation. Man hatte nämlich ein paar Jahre vorher es geschafft, die babylonische Keilschrift zu knacken. Den Code der Keilschrift zu knacken. Und das ist eine der wissenschaftlichen Leistungen des 19. Jahrhunderts, vor denen ich mich bis zum Boden verbeuge. Wissen Sie, wie die das geschafft haben? Es waren zwei Leute, ein Deutscher und ein Engländer. Den Namen habe ich leider, Schande auf mein Haupt, beide nicht parat. Im Iran gibt es an einer Felswand eine Inschrift, die Behistune-Inschrift. Die ist geschrieben auf Akkadisch, auf Elamisch und auf einem weiteren altpersischen Dialekt, die man eigentlich alle nicht wirklich kannte. Und aus drei unbekannten Sprachen in einer fremden Schrift geschrieben, die Keilschrift zu knacken, das ist, finde ich, eine Leistung, die hervorragend ist. Und überhaupt erstmal auf den Trichter zu kommen, wie Keilschrift funktioniert, nämlich nicht als Buchstabenschrift, sondern als Silbenschrift. Ah, fantastisch. Jedenfalls, als das geschehen war, dagegen war die Entschlüsselung der Hieroglyphen Pipi einfach, wurden die ersten Texte veröffentlicht, die ausgegraben wurden in Babylon und Ur. In Jena haben wir ganz viel davon liegen. Und siehe da, da gab es eine Erzählung einer Sintflut. Die Götter wollen die neu geschaffenen Menschen durch eine Flut vernichten und einer rettet sich in einem selbstgebauten Holzkasten mit seiner Familie. Das war ein großer Aufreger und danach begann natürlich die Diskussion, wie kann das sein? Wie verhält sich jetzt die biblische Fluterzählung zu dieser babylonischen Fluterzählung? Die Folge war, ein paar Jahrzehnte später, der sogenannte Babel-Bibel-Streit 1902 und 1903. Ausgelöst durch einen Vortrag von Friedrich Delitzsch mit eben dem Titel Babel und Bibel. Delitzsch war ein Altorientalist, der die babylonischen Texte kannte und aus altorientalistischer Perspektive dann sagte, um vereinfacht zu sein, das ist gar nicht stark vereinfacht, also die biblischen Texte in Israel und Juda, das sind schlechte Abschriften der babylonischen Originale. Alles kulturell Wertvolle sei eigentlich von den Babyloniern geschaffen worden und das andere sei wertlose Kopie. Es gab mehrere Vorträge in dieser Reihe. Er hat sich da immer weiter, muss sagen, reingesteigert und radikalisiert.
bis in Richtung Antisemitismus, indem er eben sagte, ja, das ist eben die jüdische Art und Weise, nicht selbstständig zu produzieren, sondern zu klauen und bla 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 bla. Und war damit nicht einflusslos, auch auf Kaiser Wilhelm. Das fand ja alles in Berlin statt. In diesem Kontext zeige ich Ihnen eine schöne Karikatur der damaligen Zeit aus dem Simplicissimus. Jetzt können Sie da nicht lesen, was drunter steht, aber Sie sehen hier, das ist diese Wurst hier auf dem Teller und das ist ein babylonischer König und drunter steht, ich kann es auch nicht lesen, hebe dich hinweg, Sklave, wir können in Babylon keine Wurst mehr essen, ohne dass die Berliner ihren Senf dazu gegeben haben. Das ist die Karikatur aus dem Simplicissimus zum Babel-Bibelstreit. Tatsächlich ist es nach wie vor faszinierend, die Texte zu lesen. Und man kann immer noch fragen, in welcher Beziehung stehen die eigentlich zu den biblischen Texten? Ich sage Ihnen mal, welche Texte das überhaupt sind. Das ist das Gilgamesch-Epos. Dass die Flutgeschichte in der 11. Tafel hat. Auf seinen Reisen trifft Gilgamesch den Held der Flut, der heißt in dieser Version Utnapishtim, und der erzählt ihm dann, also gewissermaßen in einer Erzählung, in der Erzählung, literarisch wirklich sehr gut, wie die Flut damals abgelaufen ist. Und wir haben das Atramchasis-Epos. Das ist altbabylonisch, das heißt, also das auch im zweiten Jahrtausend vor anzusiedeln, hat die Kombination von Schöpfung und Flut und so auch in Enuma Elish, dem großen babylonischen Epos, das von der Erschaffung der Welt bis zum Aufstieg Marduks als Stadtgott von Babylon reicht. Das sind alles spannende Texte zu lesen und man hat, wenn man das sieht, den Eindruck, die VerfasserInnen der biblischen Texte kannten das womöglich auch. Die Frage ist, was und wie gingen sie damit um und was wollten sie damit? Also, es gibt... Da hätte ich jetzt eine schöne Liste. Diese Folie habe ich leider nicht gemacht. Unterschiedliche Varianten, damit umzugehen, mit dem Befund. Jetzt mal, also Delitzsch, das ist wirklich passé. Ja? Es gibt die These zu sagen, okay, das ist einfach ein Kulturraum, das ist der gleiche Denkhorizont. Und entsprechend werden ähnliche Sachen, also wir machen uns Gedanken über die Schöpfung, in ähnlichen Bildern ausgedrückt. Man lebt zusammen, man ist in Kontakt. Das ist das, so denken die Leute. Das ist das gängige Modell, also der gemeinsame Ideenhintergrund. Oder man sagt, nein, das ist nicht so im Allgemeinen, sondern da ist wirklich Textkenntnis. Da. Und dann stellt sich die Frage, und was ist das Besondere bei den biblischen Texten? Und lange Zeit und immer wieder wird gesagt, die biblischen Texte nehmen gewissermaßen diese Vorlagen, die sie haben, aber sie nehmen sie polemisch auf, indem sie sie implizit kritisieren. Gerade bei der Schöpfungsgeschichte liest man das immer wieder, indem gesagt wird, naja, hier in diesen Texten in der Schöpfung, da sind zum Beispiel die Gestirne und Sonne und Mond, das sind ja alles Götter. Nicht so in der biblischen Variante, da wird gesagt, es sind Leuchten, Lampen am Himmel. Also wird gesagt, hier findet eine Entmythologisierung des babylonischen Kontexts statt, eine polemische. Ich glaube, da ist ein Körnchen Wahrheit dran, aber ich glaube nicht, dass es polemisch ist. Was sie aber definitiv haben, ist, dass die VerfasserInnen der biblischen Urgeschichte
die tatsächlich, ich bin ziemlich sicher, dass Sie diese Texte kennen, also Gilgamesch-Epos hat man Fragmente in Megiddo gefunden. Das ist einfach bekannt zum Beispiel, da kann man sagen, definitiv. Also, dass Sie, es macht etwas mit diesen Überlieferungen, wenn gesagt wird, es ist eben nicht Marduk, der das alles macht, sondern der eine und einzige Gott. Ja, es gibt in der Priesterschrift keine anderen Götter mehr. Das ist wirklich Monotheismus. Das sagt schon was aus. Und es lenkt den Blick mehr auf die Unterschiede zwischen der biblischen Überlieferung und den altorientalischen Texten als auf die Gemeinsamkeiten. Und die Unterschiede sind super spannend. Gerade in der Schöpfungsgeschichte. Warum erschaffen die babylonischen Götter den Menschen? Weil sie keine Lust mehr haben zu arbeiten. Sie erschaffen den Menschen, weil sie sagen, wir brauchen jemanden, der uns bedient und versorgt, damit wir nicht mehr arbeiten müssen. Warum wird in der Bibel der Mensch erschaffen? Ebenbild. Super. Er wird zum Ebenbild Gottes erschaffen. Das heißt, zu einem Gegenüber in einer königlichen Rolle mit einer Aufgabe, nämlich über die Welt verantwortungsvoll zu herrschen. Also die Anthropologie der biblischen Urgeschichte ist eine hoheitliche Anthropologie, die mit der Königsmetapher arbeitet. In den babylonischen Texten sind die Menschen Knechte der Götter, die sie zu versorgen haben. Warum schicken die Götter die Flut in den babylonischen Epen? Weil sie genervt sind. Die Menschen machen zu viel Lärm und stören die Götter in ihrer Ruhe. Also sagen sie, weg damit. Und versuchen sie zu vernichten. Zumindest manche Götter. Da gibt es dann natürlich, sie haben ja jede Menge Götter, Streit und Disput darum. Warum passiert das im biblischen Text? Wir haben zwei Flugberichte, wir haben unterschiedliche Varianten. Weil die Bosheit der Menschen zu groß geworden ist auf Erden. Oder gar nicht mal die Bosheit ist zu groß geworden. Und das hat eine ganz andere theologische Tiefe, als zu sagen, die Menschen machen Krach und die Götter sind genervt. Also ich glaube, wir haben hier schon auf der Vergleichsebene sehr viel zu gewinnen, weil gerade die Unterschiede da pointiert werden. Abgesehen davon, es macht wirklich Spaß, diese Texte zu lesen, auch in deutschen Übersetzungen. Manchmal sind sie etwas langatmig, aber ansonsten ist es gut. Gut. Damit ein kleines, klitzekleines Fazit. Was ist die Urgeschichte? Ich würde sagen, die Urgeschichte ist eine theologische Schatzkammer. Warum und inwiefern? Weil diese Erzählungen und Mythen, die da theologisch unglaublich reflektiert und überlegt dargeboten werden, einen Schatz an Symbolen darstellen, die uns heute auch helfen können, unsere Welt zu erklären. Also ich würde sagen, das sind Dinge, die sprechen zu uns in ihrer Tiefe, zu uns auch heute. Und zwar zu den Themenbereichen des zwischenmenschlichen Verhältnisses, Verhältnis Mensch zu Mensch. Denken Sie an Kain und Abel. Des Verhältnisses des Menschen zur Welt. Denken Sie an das Dominium Terre, den Herrscherauftrag und das Bebauen und Bewahren und die Flutgeschichte, an das Verhältnis des Menschen zu Gott in dieser königlichen Rolle, die ihn die priesterliche Schöpfungsgeschichte bringt, als Ebenbild Gottes, aber auch über die Paradiesgeschichte
als den sündhaften, fehlenden, schuldig werdenden Menschen und bei Kain und Abel natürlich erst recht. Und das Verhältnis Gottes zur Welt, das ist für mich überhaupt der Kern der ganzen Schöpfungsgeschichte. Nicht das, wie etwas geschah, dass etwas ist und nicht vielmehr nichts, sondern dass es geschah, nämlich weil Gott es möchte, dass die Welt da ist und nicht nicht da ist. Das heißt, die Welt ist von Gott gewollt, gestützt und geliebt. Zentral in dieser Großerzählung ist dabei das Motiv von Segen und Fluch. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte und balanciert sich immer wieder aus. Und allein das ist, finde ich, etwas, was auch heute unheimlich viel geben und tragen kann. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und uns eine spannende Woche in dieser Schatzkammer mit der Urgeschichte und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hörten Hörenswertes, Ihr Podcast vom Bistum Erfurt und der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt.